Sie haben dreimal so viel Städte eingesackt wie das Team hinter Ihnen. Wie machen Sie das? Ich komme aus einer Gegend mit viel Landwirtschaft. Traktorrennen, Kühe schubsen. Wir haben eine Landmaschine verkauft. Als ich in der Schule war, haben die dicht gemacht und die ganze ländliche Idylle war zum Teufel. Ich verkaufe den Leuten die einzige Hoffnung, die ihnen bleibt. Ich freue mich, euch mitzuteilen, dass wir Erdgas nach McKinley bringen. Verrückt. Komm aus der Stadt und schon sieht's aus wie in Kentucky. 2 Stunden raus aus jeder Stadt sieht's aus wie in Kentucky. Gehört die Farm dir? Nein. Warum machst du dann die ganze Arbeit? Mit der Unterschrift übertragen sie uns die Bohrrechte für ihr Land. Da ist eine Menge Geld da unten. Richtig. Wie viel schätzen Sie? Warum sollte Ihre Stadt keine moderne Highschool haben? Über wie viel Geld reden wir? Sie könnten Millionär werden. Ich dachte, das wäre schwieriger. Es geht zu leicht. Gibt's hier laut Analyse irgendwelche Öko-Aktivisten? Nein. Lassen Sie mich raten. 40, verheiratet, Marketing, 2 Kinder. 38, oben ohne Bedienung und super Talent zum Singen. Ich bin Lehrerin. Nein, nein, ich rede von mir. Hallo zusammen. Ich bin hier, weil ich meine Farm verloren habe. Ist alles braun geworden und vertrocknet. Wenn das einem von uns passiert ist, kann das allen passieren. Die Stadt wird darüber abstimmen in 3 Wochen. Was ist passiert? Sie sollten rein, das regeln und raus. Steven und ich bekommen das hin, Sir. Ich weiß alles über eure Firma. Ich weiß, was ihr treibt. Ihr glaubt, ihr werdet ganz schlau. Im Vergleich zu dir, ja. Hey, da ist sie ja. Können wir los? Ja. Diese Stadt, dieses Leben, das alles stirbt. Ihr wisst es genau und trotzdem stellt ihr euch quer. Wir kämpfen nicht um Land, Steve. Wir kämpfen für die Menschen. Das, was ihr von mir haben wollt, bekommt ihr nicht. Mir gefällt schon nicht, dass ihr es überhaupt versucht. Sie sind ein feiner Kerl, Steve. Aber ich wünschte, Sie würden das hier nicht tun. Wir sind ein 9-Milliarden-Dollar-Konzern. Ist dir klar, wozu wir in der Lage sind? Weißt du es?